Was für eine Welt, eine Welt in Chaos. Eine Zombie-Apokalypse hat hier alles auf den Kopf gestellt. Die Menschen, die hier in diesem Herrenhaus leben, fühlen sich, wähnen sich noch halbwegs in Sicherheit. Einige Flüchtlinge sind dazugestoßen, haben sich hier niedergelassen in den Zelten, die direkt davor aufgeschlagen sind. Wir müssen die Leute verpflegen. Ein erstes kleines Fischergebäude entsteht links unten. Oben seht ihr einen Infanteristen, einen Soldaten, der hier Ausschau hält nach Zombies, die eventuell rangerannt kommen, um unsere Leute in Stücke zu reißen. Vier Speerinnen haben wir ausgeschickt in alle Himmelsrichtungen. Wir brauchen ganz dringend noch mehr Orte, in denen wir wertvolle Ressourcen sammeln können, um unsere Leute zu schützen. Wir müssen die in Wäldern Holz schlagen, wir müssen in den Steinvorkommen Steine uns holen. Wo ist das nächste Eisenvorkommen? Potenziell hier oben? Hoffentlich reicht das, ich weiß es nicht. Und zwischendurch immer wieder Todesgefahr für unsere wackeren Leute hier. Links auch, habt ihr gesehen? Hier kommen sie auf uns zugewankt. Da heißt es, mit Pfeil und Bogen sich zur Wehr setzen oder einfach Fersengeld geben und abhauen. Wir rennen hier unten hin. Hier, oh Gott, wie furchtbar. Eine riesige... Kommen wir hier überhaupt durch? Ich versuch's mal. Nein, wir kommen nicht durch. Wir müssen ganz schnell hier wegrennen. Vielleicht schaffen wir es noch, hier hinzukommen. Hier halten wir einen Sicherheitsabstand natürlich. Ich gehe ein bisschen dichter ran. Hier hin vielleicht. Und hier? Hier kommen wir ja nicht weiter. Hier hoch. Hier. Oh, noch eine weitere. Noch eine weitere dieser Zombie, in Anführungszeichen gesagt, Städte. Oder ist das dieselbe, die so weit reicht? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Oh, here we go again. Da wieder eine riesige Zombieherde. Wir laufen hier hoch. Gotcha. Oh, und hier wird es jetzt ganz schwer. Ganz schwer. Schaffen wir es hier noch Beute zu machen? Und den hinten, wenn wir hier hin. Mit denen versuche ich hier mal durchzukommen. Obwohl, das ist nicht nötig. Wenn man hier durchkommt, dann kann die eine da auch erspähen. Ich versuche einfach wieder heil zurückzukommen. Und hier müssen wir irgendwie versuchen, die Vorräte uns noch zu holen. Hoffentlich geht das gut. Das hier ist Gold. Das ist auch Gold. Toi, toi, toi. $500. Schaffen wir das noch, das Gold uns hier zu holen? Kann ich das hier anklicken? Ja. Ja, hat geklappt. Und jetzt abhauen. Aber in welche Richtung? Oh Gott, hoffentlich geht das gut. Zurück? Zurück kommen wir gar nicht mehr, ne? Ich muss es irgendwie versuchen. Hier hauen wir natürlich auch ab. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Leute nicht zu unserem Stand auch zurückziehen. Hinlocken. Oh, und hier rennen wir mitten in eine riesige Herde rein. Das macht auch keinen Sinn. Hier mal hoch. Versuchen, die irgendwie hier zu retten. Oh, wir haben genug Gold. Das haben wir ja gerade erbeutet. Fast vergessen. Wir können jetzt ein Sägewerk hier bauen. Und wir können sogar ein Steinvorkommen auch bauen. Sägewerk natürlich hier. Ach Mist, wir haben nicht genug Nahrung, ne? Ah, das ist echt doof. Sobald das Gebäude steht, ist das hier okay mit der Nahrung. Die Ressourcen werden gesammelt, aber das sind so laufende Werte. Also sobald das Gebäude fertig ist, können wir hier das Sägewerk bauen. Vorher aber noch nicht. Es braucht 4 Arbeiter, 3 haben wir. Das ist echt bitter jetzt. Nee. Arbeiter 4. Was? Quatsch. Natürlich geht das. Doch, wir können es bauen. Die Energie ist 4. Doch, es geht. Wohin bauen wir das? 10, 8. Je weiter wir außen sind, desto besser. Aber hier können wir schon gar nicht mehr bauen.
Oh, das ist echt doof. Wir finden gar keinen richtigen Platz dafür. Hier können wir mit Ach und Krach noch was hinsetzen, aber dann müssen wir mit dem Tesla Tower die Gegend erweitern. Hier unten, natürlich hier unten. Wie weit kommen wir hier bis hierhin? 12. Ah, da haben wir das. Und hier unten sind wir auch natürlich geschützt. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall hinsetzen. Klasse. Super. Und dann können wir als nächstes sogar Steine uns holen. Könnten eventuell sogar schon eine Kaserne bauen. Steine brauchen wir. 10 haben wir. Okay. Mal schauen, ob wir dafür einen guten Platz finden. Ah, das sind gleich 4 Felder. 5 Steine hier. 6. Da hinten sind sogar 7. Das können wir machen. Aber dann ist das so mittendrin gepflanzt. Wir wollen das auch irgendwie halbwegs effektiv nutzen. So ist, glaube ich, besser. Es ist zwar eins weniger, aber dann haben wir die rechte Seite komplett abgedeckt und können die linke... Ah, die kann man auch nicht gut nutzen. Doch hier, vielleicht später dann. Die Felder hier, wo ich gerade bin, die kann man sowieso schlecht nutzen. Ich baue es mal hier hin. Jetzt haben wir noch 3 Arbeiter, die uns zur Verfügung stehen. 10 Holz. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch ein paar Zelte hinstellen. Da verfehlt es uns wieder um Nahrung, die haben wir aber gleich. Okay, das scheint jetzt zu klappen. So, mal hoffen, dass hier unsere Heldin, dass die hier durchkommt und ich... Ah, sie schafft's. Nein, sie ist gestorben. Oh, wie furchtbar. Der erste Verlust. Und das hier, was ist das für ein Vorkommen? Ist das ein Goldvorkommen? Das ist ja ganz kostbar. Könnten wir direkt Gold abbauen. Hier müssen wir aufpassen. Versuche ich hier oben rumzulaufen und wieder hier rüber noch ein Goldvorkommen. Oh, hier müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir genug Nahrung, das ist schön. Hier riesige Zombieherden auch direkt hier oben. Ich schau mal, ob wir hier ein Stück rüberlaufen können. Und jetzt haben wir genug Nahrung. Genau, das passt auch ganz gut. Um noch ein Zelt zu bauen. 6 Arbeiter haben wir. Wie viel brauchen wir für eine Kaserne? 8 Arbeiter. Hier entsteht ein Zelt. Noch eins bauen. Kann nicht schaden. Wie teuer ist die Kaserne an Gold? 450. Wir bauen noch ein paar Zelte. Hier unten können wir die hinstellen, klar. Weil das hier ist schon abgedeckt. Da Steinvorkommen. Da können wir auch eins hinstellen. Da nicht. Dann machen wir es hier. Hier vielleicht gleich die Kaserne. Da müssen wir auch Platz für lassen. Vielleicht direkt daneben hier. Geht nicht, kein Platz. Da könnten wir ein Zelt hinstellen. Müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen.
So, und hier rennen wir jetzt einfach einmal retour. Und hier unten, das wird zu knapp. Lieber zurück. Hierhin zurück. Und hiermit auch zurück. Hierhin. Genau. Und damit sollten wir es eigentlich auch schaffen. Erstmal hier hin. Okay. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir, wie viele Einheiten haben wir jetzt hier? Einen Speer stellen wir mal hier auf die Seite, damit wir mitbekommen, falls da jemand kommt. Ein Speer oder eine Speerin hier hin. Und am besten einen Mann hier in die Mitte. Da kommt die erste, kam das erste Zombie hier zu uns rübergerannt. Die Kaserne hat, ist das Wichtigste. Das Sägewerk produziert nur 12. Für die ersten Schutzpalisaden gleich. Das wird auch schwierig, haben wir nicht genug Holz. Das Wichtigste ist erstmal die Kaserne. Das heißt, in der nächsten, demnächst werden wir bei der nächsten Rohstofflieferung auf jeden Fall genug Steine haben. Nein, Steine werden nur 6 erzeugt. Das heißt, erst in 2 Runden haben wir... Ah, das ist echt blöd. Wir müssen auf jeden Fall 2x8 Stunden, beziehungsweise, wie viel sind es noch? Wahrscheinlich 13 Stunden warten, bis wir die... ja, das ist echt bitter. Bis wir hier eine Kaserne bauen können. Dann sollten wir auf jeden Fall... Ja, wir können nur abwarten. Abwarten auf das und das Beste hoffen. Dann sollten wir aber Nahrung, noch mehr Nahrung und noch mehr Menschen. Gold an Gold, Gold haben wir ja genug. Können wir noch ein Sägewerk errichten, damit wir demnächst... Können wir machen. Aber das ist echt heftig hier, ne? 7! Nee, da ist ein Feld rot. Geht nicht. Ah, das ist echt bitter. Wo ist der nächste Wald? Auch weit weg. Sollen wir unser Territorium erweitern? Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit. Hier rüber. Durch einen Tesla Tower. Dann gehen die 10 Holzbar drauf. Das ist aber nicht so schlimm. Dann machen wir das. Hier können wir nachher dann eine Mauer bauen und das Territorium gut abschirmen. Das machen wir. Wir setzen hier. Wir wollen ja auch möglichst viel Wald erreichen. Hier vielleicht einen hin. Könnte das hinkommen? Hier machen wir es, ja? Na, oh, oh, da kommen sie von der Seite. Ich schicke mal einen hier hin und dorthin. Puh. So, jetzt haben wir das hier erweitert. Jetzt können wir noch ein Sägewerk bauen. Und hier auf der... Entweder können wir das hier bauen. Ne, hier kommen wir schon in einen anderen Bereich rein. Das klappt nicht. Nein. Hier auf der rechten Seite. Da geht schon eher. Hier 9. Da sind es 8 und es ist ein bisschen dichter an uns ran. Machen wir lieber die 8 hier und holen uns den Rest vielleicht hier hinten dann nachher. Ja.
Wobei, das ist Quatsch. Wir können auch die 9 holen, weil... Ja, ja, wir machen das so. Wanken einzelne rüber. You again. Are you sure? You are gonna pay me for this, right? Und hier ebenfalls. Tell me, but be quick. At your service. What? Yes. Das Holzwerk läuft, das Sägewerk, die Sägemühle. Und uns fehlt es nur noch an Arbeitern, damit wir was bauen können. Das heißt, ein Zelt schnell bauen. Das können wir hier oben mal richten, weil das ist ein völlig überflüssiger Bereich hier oben. Klappt das knapp. Dann funktioniert das, genau. Nahrung wieder auf null. Das geht nicht. Hier können wir uns eine ganze Menge holen. Oh, wie schön. Wenn man eine bestimmte Menge von Bevölkerung hat, in dem Fall sind es, glaube ich, 30 Bürger, dann kann man den ersten Bürgermeister sich holen. Später kommen weitere Bürgermeister dazu. Welche, die bringen jeweils einen bestimmten Bonus. Die Boni verändern sich natürlich. Je höher man hochkommt, desto mehr sind die natürlich an die Spielsituation angepasst und umso wertvoller. Und diese Boni sind auch zufallsgeneriert. Das heißt, man weiß vorher nicht genau, was kommt. Hier bekommt man einen Forschungsvorteil und hier, das, das ist natürlich sehr cool, dass alle Anglerhütten, dass die grundsätzlich 3 mehr an Nahrung bringen. Das ist schon eine coole Geschichte. Weil wir haben ja, glaube ich, genug an Nahrung, ne? Was das jetzt genau bedeutet, die Forschung des, ich glaube, Markt gibt's schon. Ich weiß nicht genau, was das jetzt bringt. Ich glaube, Marktgebäude haben wir bereits freigeschaltet. Oder wird das dadurch freigeschaltet? Ich weiß es einfach nicht genau. Das heißt, es wäre eine Gratis-Forschung. Das ist auf Dauer wahrscheinlich, bringt das mehr. Und hier haben wir tatsächlich jetzt plus 3 Nahrung. Und brauchen erstmal hier nichts weiter zu bauen. Sehr gut. Echt klasse. Und das wiederum bedeutet jetzt... Ja, wir können die Kaserne errichten. Und die hauen wir direkt hier in die Mitte rein. Da ist ein Platz frei. Allerdings ist das hier... Mist, da können wir dann keine Mauer bauen. Und hier unten... Kann man noch einen Punkt, einen Rallying Point einstellen, wo die Soldaten gleich entstehen werden. Und jetzt läuft es doch. Jetzt
funktioniert. Wir haben noch zu wenig Soldaten. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen, bevor wir gleich genug Soldaten haben. Hier sollten wir gleich irgendeine Art Mauer bauen oder ähnliches. Und dann könnten wir dieses Territorium sollten wir uns noch holen. Das können wir entweder als für sich geschlossenen Bereich abgrenzen, abtrennen. Oder wir ziehen eine lange Mauer. Klüger wären vielleicht zwei, das hier abzutrennen. So. Dann hier nochmal, mal schauen, weil das ist echt heftig hier. Da werden eine Flut von Leuten noch irgendwann auf uns draufstürmen. Wir können, und da werden wir auch Türme errichten müssen. Auch einen Turm mindestens hier unten brauchen wir. Also das ist alles noch sehr, sehr heikel hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Nahrung. Das auf jeden Fall. Wir haben auch nur einen Arbeiter. Wir können aber nicht mehr Zelte errichten, bevor wir nicht mehr Nahrung haben. Oh, das ist doch toll hier unten. 11, 13. 13 ist doch super. Wir haben nur 4 Soldaten. Das ist alles echt noch... Das steht echt hier auf der Spitze auf Knopf. Davon hängt jetzt vieles ab, dass wir gleich genug Leute rekrutieren können. Jetzt haben wir 16 Nahrung. Sehr schön. Jetzt können wir die ersten Soldaten produzieren. Und wir stellen fest, der hier braucht eine Nahrung und 2 Eisen. Der ist natürlich viel, viel besser. Und der Ranger oder die Rangerin verbraucht keine Nahrung, verbraucht kein Eisen, verbraucht nur Holz. Holz ist jetzt nicht so das Problem, weil wir erzeugen im Moment mehr Holz, als wir überhaupt speichern können. Unsere Speicherkapazität ist im Moment, weil wir die noch nicht ausgebaut haben, auf 50 begrenzt. Und wir sind ja ständig drüber. Das heißt, wir sollten dringend anfangen, das Holz auch auszugeben, indem wir hölzerne Wälle errichten. Aber vorher gilt es noch, oder indem wir halt Soldaten raushauen. Also Ranger-Einheiten, das macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben nur einen Arbeiter im Augenblick. Die Frage ist Eisen. Wofür werden wir in absehbarer Zeit Eisen brauchen? Für all diese Verteidigungsgebäude hier brauchen wir kein Eisen. Für die Energie brauchen wir ebenfalls kein Eisen. Für die Industrie, da gibt es 2 Dinge. Ein Lager und ein Forschungsgebäude. Dafür brauchen wir, für beide brauchen wir auch kein Eisen. Das heißt, wir können das Eisen wirklich benutzen für diese Einheit. Ja, das macht Sinn. Dann wollen wir das auch tun. Das heißt, wir werden hier einen starken Soldaten bauen. Den schicken wir dann hier hin. Und wir sollten jetzt sofort anfangen, Verteidigungsgebäude zu errichten. Die Frage ist, hier unten oder hier oben? Wo rechnen wir damit, dass jetzt was Schlimmes passiert? Hier kommen wir gar nicht bis unten hin. Das heißt, wir müssen mit einem Tesla Tower das noch erweitern, um dann diese Engstelle jetzt zu nutzen. Wäre, glaube ich, ganz klug. Und hier können wir gar keine Engstelle machen. Hier können wir nur so einen großen Bereich quasi absperren. Den kann man nicht mal richtig absperren. Das ist also echt doof. Das ist echt doof. Wir haben hier einfach keine natürliche Deckung. Wir könnten hier... Blöd, echt blöd. Also, dass die hier direkt neben uns stehen, das könnte ganz bitter und ganz, ganz gefährlich werden. Jetzt ist guter Rat teuer. Habt ihr einen guten Rat? Der wäre mir teuer. Postet ihn bitte. Teilt mir mit. Was würdet ihr an meiner Stelle machen?